Dr. Takt, Videokolumne Nummer 8, Mai 2020. Auf deinem Grunde haben sie an verborgenem Ort den goldenen Schatz begraben, der Nibelungenhort. Ihn waren deine Wellen bis an den jüngsten Tag, zu der geheimen Stelle kein Räuber dringen mag. Mir ward ins Herz gesenket ein Schatz gleich wie dem Rhein, er ist darin ertränket, wird ewig, ewig drinnen sein. Bei diesem Rheingold, von dem hier gesprochen wird, handelt es sich nicht um das Rheingold von Richard Wagner, was ja immer mal wieder auch liegen bleibt hier in der Deutschen Oper von den diversen Aufführungen von der Oper Das Rheingold, sondern um dieses Klavierlied Auf dem Rheine, auch demnächst hier zu hören, von Robert Schumann. Und das Interessante ist, das kommt so daher wie ein Volkslied. Und auch wie es vertont ist, ist das wie ein Volkslied. Es ist eine, ja, recht einfache Melodie, am Beginn zumindest. Auf deinem Grunde haben sie an verborgenem Ort. Und darunter eine ganz einfache, akkordisch-blockhafte Begleitung. Und so weiter. Und wenn man genau hinguckt, merkt man, dass Robert Schumann eben kein Volkslied komponiert hat, sondern dass er hier ein artifizielles Kunstlied der deutschen Hochromantik erschaffen hat, weil in dieser Einfachheit es dann immer wieder kleine Abweichungen gibt, wo dann die Singstimme und die Klavierbegleitung eben nicht mehr unisono sind, was in einem Volkslied ja völlig untypisch ist, und das ist ganz, ganz fein und genau gesetzt. Es gibt in der Mitte des Liedes eine Stelle, da singt der Sänger oder die Sängerin: Zu der geheimen Stelle kein Räuber dringen mag. Und die Oberstimme parallel dazu in der Klavierbegleitung geht so. Also zum Beispiel dieser Auftakt, kein Räuber, wird im Klavier nicht mitgenommen, sondern es wird hier stattdessen so gespielt. Und dann springt Schumann zudem auf dieses E hoch, wo unten ein F im Bass liegt. Man kann das sowohl als Subdominante mit einer ergänzten Sechste, also der berühmten Cis Ajouté, oder auch als einen Sextakkord über D-Moll interpretieren. Auf jeden Fall gibt es hier dieses E als einen Vorhalt, in den hineingesprungen wird. In einem Volkslied käme sowas nie vor, und der sich natürlich dann auch wiederum auflöst, um eben dort diese Spannungsbogen aufzubauen. Alles typisch Schumann, alles so, als ob es ein Volkslied wäre. Aber es ist es nicht. Also daher, wenn Sie noch weitere Fragen haben, es gibt nämlich noch weitere Stellen, aber das es gibt da noch weitere Stellen, wo man das auch nochmal sich angucken könnte. Bei weiteren Fragen takt@deutscheoperberlin.de.